Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Launentechnisch sind wir gut, teilweise bewölkt bis regnerisch. Nicht irritieren lassen von dem, was dort passiert. Nicht. Wir drehen heute dieses wunderschöne Kfz. Nicht irritieren lassen von dem. Wir drehen erstmal dieses Auto. Und das ist auch gut so. Dieses Auto ist schnell. Wir sind dieses Auto auch. Ist es der, den ich gefahren bin? Ja. Ja, ne? Hi. Schönen guten Tag. So, hey. Bist du aufgestanden? Ja, tatsächlich sehr früh, ja. Wir sind gestern Abend um 10:30 angekommen, sind dann nachher ins Hotel gleich geschlafen und heute Morgen, ja, kurz vor 5 war ich dann schon wach, ja, weil man schläft halt nicht zu Hause, ne? Hotel ist immer ein bisschen anders, als der Hotelschläfer, ja. Also, das ist das Kfz, was ich schon mal gefahren bin. Ihr erinnert euch an dieses Video? So, wir fahren jetzt gleich dieses Auto. Ne? Leute, ich habe es mir sogar, wir können ja schon so ein bisschen so sneaken, ich habe es mir sogar angeguckt, gestern Abend noch, aber aus einem anderen Grund, weil wir ja auch über was, egal, das mache ich gleich, ich komme gleich drauf zurück. Dieses Kfz hatte damals 900 PS. So genau, die hatten wir damals drauf. Heute haben wir ein bisschen mehr. Okay, dann bitte klär uns mal auf, was hier passiert ist. Also wir haben den Motor ausgebaut, nachdem wir die 900 PS-Stufe eigentlich final fertig hatten, haben jetzt eben den Motor mit Kolbenpleuel komplett neu. Das muss er auch haben. Ja, würde ich Weil sagen. Der hat jetzt wie viel Drehmoment? 1300. Mhm. Ja. Vernünftig. Genau. Ja. Der Wagen hat also 1300 Newtonmeter. Ja. Genau. Und er hat serienmäßig wie viel nochmal? Serienmäßig, was fährt er denn? So. Müsste ich gerade lügen. Was sind das? 700? Irgendwie sowas, ne? Ich, oder so, ja. Wie wir wissen, ist so 992 Turbo S ja serienmäßig 0-100 schon bei 2, irgendwas Sekunden, ne? Mhm. Und ihr habt das Drehmoment dann fast verdoppelt, ne? Jetzt ja, wobei wir natürlich im unteren Bereich des Drehmoments noch nicht ganz anliegt. Nee, aber das kommt dann. Ja, das kommt, genau. Gut. Und wie viel PS hat das Auto jetzt? Wir fahren jetzt heute mit 1100 PS am Rad. Das ist noch nicht alles, ja. Also 1200 gehen, aber das ist jetzt. Das ist nass, das Regen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das heißt, wie viel ist das Motor? Das sind dann so 1270, 1300? Ja, knapp 1300. 1300 sollte PS. Der können, genau. Also wir haben auf dem Motorprüfstand haben wir den vorher gehabt, bevor eingebaut. Einzeln? Ja. Boah, geil. Wo denn? Das war eben bei ES Motor, weil es ja ein ES Motor Kit, mit dem wir zusammen entwickelt ja, haben. Ja. Und bei ES Motor haben die eben den Motorprüfstand. Und da war er mit 1188, war der da schon drauf, ja. Genau. Boah! Wir sind jetzt auch am Motorprüfstand, also nichts dran, also am Motor. Ja. Gut. Wir sind jetzt die Woche gefahren, nicht mit der finalen Stufe, weil wir haben jetzt auch Map-Switch, was wir anbieten können. Wie? Beim Fahrzeug über Tastenkombination, was wir dann machen können, genau. Und dann können wir verschiedene Stufen, gerade wenn es um Sprit geht, was ich für einen Sprit fahre und so weiter. Das Auto hat wie viel Leistung? 1300 noch was mit 102? Nein, da müssen wir natürlich anreichern mit Alkohol. Dann eben, wir haben Methanol-Tank vorne drin. Zeig und dann, ja. Das ist aber ein großer Tank. Ja. ES Motor ist wo? Die sind in der? Türkei. Türkei. Die sind in der Türkei, genau. Und mit denen machen wir eigentlich alles, was Porsche angeht. Sowieso, sag ich jetzt mal, die Billet-Sachen. Die sind fit, ne? Und, ja, super. Wirklich. Super Support. Aber das ist der originale Gussblock noch, ne? Kein Billet-Block. Ja. Nein, ist kein Billet. Nein. Das wäre den Vogel abschießen. Was kostet das Kit? Die 900 PS-Stufe lag ja damals bei 35 mit TÜV. Und ich sag mal, hier ist man dann schon jetzt knapp beim Doppelten. Ja. Okay. Getriebe? Getriebe auch bearbeitet natürlich und aber Gangräder Kupplung, nicht. Kupplung. Gangräder haben wir keine gemacht jetzt, nein. Also du, das Auto kann so viel. Ja. Und wir haben jetzt. Und man kann 0-100 Launch Control machen, ne? Ja, haben wir gemacht. Wir waren jetzt noch auf dem TTT, haben auch gelauncht. Also können wir hier launchen mit der Leistung? Könnte ja. Wie entspannt ihr das, sagst du? Ja, ja, könnt ihr. Ja, nein, guck mal, erst mal ohne. Ja. Wir haben früher Autos getuned, dann haben die Software bekommen, dann war es schon so, Getriebe weiß ich nicht und sowas. Mhm. Jetzt startet ein Auto schon mit 2,5 Sekunden auf 100, mit ungefähr 700 Newtonmeter und du sagst einfach, nee, wir machen einfach doppelte Newtonmeter, weil was ja Kräfte sind, die sind ja, das ist ja ein Schiffsbau. Ja. Und man lässt das Getriebe, aber das ist original, das kommt vom Band so, muss nichts machen. Also Kupplung haben wir gemacht, aber Getriebe haben wir da nichts gemacht. Und ja, das merkt man halt auch, wenn man das Auto mit 900 PS ein paar tausend Kilometer fährt. Der macht das einfach so. Ne? Ja. Wir sind jetzt auch die Woche gefahren, wie gesagt, mit den 1200 PS mal kurzzeitig, haben dann aber die 1100 PS-Stufe aufgespielt und sind bei trockenen Verhältnissen sind wir glatte 3,5 gefahren, 100, 200. Und das macht halt Bock. Nee, jetzt mehr Leistung. Wir fahren die 1100 jetzt am Rad. Ach so, das sind ja am Rad, ja. Genau. 3,5. Ja, 100, 200. Dann ist ja Regen die beste Bedingung dafür eigentlich, ne? Ja, genau. Ja, perfekt. So sollte man das machen, ne? Ja. Gott sei Dank hat er Allrad.
Der dir aber dann auch nichts mehr bringt, rein theoretisch. Nee, also da geht schon durch auf alle vier Räder. Das ist ja egal. Kann da Sechsrad fahren. Ja. Okay, gut. Ja. Ist er denn lauter als letztes Mal? Weil letztes Mal war der Sound schon fantastisch. Ist das eure Abgasanlage? Nein, das ist jetzt die Race haben wir jetzt drauf. Die ist Motorabgasanlage. Das ist Titan, müsste das sein. Also die ist lauter wie die, wo lauter. Ihr letztes Mal... Lauter? Müsste lauter sein, ja, ja, genau. Ja. Das war letztes Mal, du warst nicht dabei, letztes Mal war schon echt gut. Mach mal an, bitte. Ich will mal gerne hören. Mit der Fahrt jetzt schon so? Mit der Leistung jetzt? Boah, ja. Da sind wir jetzt vielleicht 600, 700 Kilometer. Und gefahren. Der 900? Der hat ja schon. Da sind wir 16.000 Kilometer mitgefahren. Ja. Okay, dann fahren wir mal eine Runde. Ja. Los geht's. Boah. Steven, das war ein ganzes Pfund lauter. Ja, ja. Also da. Aber, ja, aber, Sport plus nachher, ne? Ja, ja. Nicht vergessen. Nee, nee, nicht vergessen. Bloß dich. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich muss auch sagen, ich bin aufgeregt. Ja? Der Schlüssel ist nicht im Auto. Boah, ist laut. Das wäre mir zu laut für ein Turbo. Nein. Ich erkläre gleich warum. Ich drop auch gleich was. Ein Turbo ist gemacht für dieses Langstreckending. Das ist ein elegantes, schnelles Auto. Alles immer laut machen, finde ich, ist wirklich nicht so geil. Und bei einem Turbo finde ich schon Sound, ja, aber das ist jetzt schon sehr, sehr laut. Und ich finde, das ist wirklich bei einem Turbo nicht so richtig. Das ist schon ein GT2 RS oder sowas, das ist hier. Nee, ehrlich, schreib mal runter. Ehrlich? Nee, wirklich. Ich finde, ein Auto, das 1100 PS hat, kann sich auch am so Rad anhören. Kann sich auch so anhören, als hätte es 1100 PS. Nur weil wir fahren jetzt hier, die Radleistung ist ja schön und gut, alles zu sagen, aber wir fahren hier wirklich 1300 PS. Und das meine ich mit dem Nervöswerden, das ist auch für mich lange her. Und ist halt nicht so trocken, ne? Genau, deswegen, ich bin auch ein bisschen unentspannt. Wirklich, also wir gucken, was so geht, weil Leute, wenn ihr mal so guckt, wenn man nach vorne, da so, links, so, das ist halt keine Idealbedingung. Für so eine Art Kfz. Also, wir sind natürlich gleich immer auf der Lassisee, aber was ich auf jeden Fall mal fühlen will, um mich ein bisschen mit dem Auto so anzufreunden, ist, boah. Okay, das dröhnt. Siehst du? Ja, das dröhnt. Du, danke sehr, dass ich mir zugeben, aber dass ein Auto außen laut ist okay. Boah, lange hätte ich so Respekt vom Gaspedal dazu, muss ich echt sagen. Allrad hin oder her, ne? Aber wir fahren jetzt 22 Zoll Pöhler mit einem relativ flachen Reifen. Nach München so? Ich höre dich nicht. Blut aus dem Ohr. Was wirklich geil ist die Fahrbarkeit von so einem Auto. Das Auto fährt ganz normal. Der könnte jetzt so, wenn du jetzt so cruise, könnte das Auto auch 200 PS haben. Ne? Hier wackelt nichts, hier ruckelt nichts, hier zuppelt nichts. Ich bilde mir sogar ein, dass diese ES-Motor-Software, diese Getriebesoftware, schöner schaltet als original. Muss ich leider wirklich zugeben. Und er fährt super smooth an. Das liegt an der Abstimmung oder ja. Das liegt an dem gebauten Motor? Nee, an der Abstimmung vom Getriebe. Noch irgendwie einen Kommentar? Ich höre dich nicht. Wir können auch mal einen Sport Plus, wenn du Lust hast. Ja. Spoiler ausgefahren, reduzierte Bodenfreiheit. Ich hab mich verschluckt, Alter. Das war jetzt krass. Ja. Das war krass, das habe ich so noch nicht erlebt. Komm zurück von jetzt. Ich wäre auch fertig mit der Nummer jetzt. Also, um es mal eben zu beschreiben, wir haben nicht so doll gewackelt. Warum nicht? Das Fahrwerk ist so gut, die Reifen sind so kalt, du gibst Gas und die Räder drehen alle vier schlagartig durch. Das Auto wackelt auch nicht, fährt einfach geradeaus weiter und wir sind wie so ein Flintstone. Wir machen so dieses Geräusch. Das ist richtig geil. Das ist echt geil. Weil es fühlt sich nicht gefährlich an. Ich habe alle Regelsysteme noch an, ne? Weil ich habe hier keinen Bock auf einen doppelten Salto heute. Ja, die haben auf jeden Fall nicht viel Mitspracherecht gerade.
Nee, das stimmt. Das stimmt. So richtig viel geregelt haben die da gerade nicht. So richtig mitreden dürfen die nicht, aber wie sollen die auch dabei mitregeln? Also, das ist gerade auch für mich sehr, sehr, sehr extrem. Wir machen mal hier wieder normal eben, ne? Fahren die durch. Okay. Das ändert sich gar nichts. Der schaltet nur früher dann. Also, ich habe uns einen wunderschönen 992 Turbo S bestellt. Schon vor langer, langer, langer Zeit. Und es dauert auch noch lange, 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 bis er kommt. Und ein kleiner Grund, warum wir dieses Auto hier nochmal fahren, ist nämlich, weil es eigentlich auch eine Probefahrt ist. Weil wir das genau so haben wollen. Weil wir genau das so brauchen. Nee, also wir wollen natürlich damit fahren können. Das macht ja wirklich auch am meisten Sinn. Das war auch in den Kommentaren ja auch viel. Diese Autos bauen, die du einfach nicht mehr benutzen kannst. Ne? Das geht halt einfach nicht. Kriegen wir halt nicht so auf die Kette. Deswegen, wir müssen mal gucken, was wir gebaut kriegen. Richtig, richtig geiles Auto. Legal. Und das Auto wird auch cool aussehen. Wobei für Leistung legal ist LCE ja schon ganz gut ansprechbar. Ne? Ich finde, LCE ist der beste Ansprechpartner für Leistung. Legal. Guck mal, lag ich ja gar nicht so falsch. Weil er einfach verstanden hat und die finanziellen Möglichkeiten hat, muss man dazu so auch sagen. Die finanziellen Möglichkeiten sind da und verstanden hat, man muss einfach in Deutschland, damit das wirklich echt fahren darf, bringt es dir nicht, dass ein Kollegen hat, der das einträgt, sondern du musst die Abgasgutachten machen. Du musst halt einfach diesen ganzen Mist machen. Und wenn du so ein großes Ding machst, wie die Jungs machen, dann rechnet es sich ja auch, weil die ja dann auch genug umbauen, weil sich rumspricht, darfst das fahren. Jahrelang eine Stage 1 Software hatte keinen TÜV. Wenn du einen Software-Tuner gefragt hast, nach einem TÜV-Gutachten für eine Stage 1, hat er dich ausgelacht. Was wollen die denn sehen? Ich kenne das. Ne, die Bytes, die durch den Chip gehen? Nee, aber ich will ein Abgasgutachten haben. So, LCE hat für alle Stages TÜV. Das muss ich erstmal machen. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel bei dem R8, genauso wie bei dem Sportquattro, den wir von den Jungs kriegen, ist es ja so, dass es sich einfach auch sehr, sehr gut anfühlt. Weißt du, was ich gerade nicht verstehe? Selbst wenn man an der Ampel steht, ne? Also das Auto, Fahrwerk arbeitet nicht, ich stehe an der Ampel, ist das Auto komfortabler. Aber es ist ja wie im GT3S, das Chassis ist wie beim GT3S, das Lenkrad, die Sitze sind wie im GT3S. Warum ist das Auto bequemer? Keine Ahnung. Oder bilde ich mir das ein jetzt gerade, wenn man so hier steht? Ich habe keinen Vergleichswert. Wieso bist du auch schon mal GT3S gefahren? Ja, aber ich kann ja nicht sagen, ob das jetzt komfortabler ist. Oder? Also ich würde jetzt sagen, es ist vergleichbar. Ich weiß nicht, das fährt irgendwie... Aber wie oft bin ich im GT3S mitgefahren? Einmal 10 Minuten oder sowas. Ja? So bin ich schon irgendwo hingedudelt mit dem Ding. Wir sind einmal um den Pudding gefahren, als der neu war, und einmal La Cisée. Ja, La Cisée war lustig. Ja. Okay, wir suchen gerade eine Autobahn und ich bin echt überrascht. Wir fahren mit 1300 PS hier lang. 1300! Wenn ich jetzt Gas gebe, ne, dann sauge ich den VW ab da vorne ein und schieße ihm dem Nissan die Wehre da hinten ins Gesicht. Ich habe mir selten so viel Sorgen gemacht über nassen Asphalt. Du auch? Ich habe einfach nur Bock gerade jetzt nach dem ersten Ding. Also um euch das zu beschreiben, das Gewicht des Autos ist nicht existent. Also du entscheidest in diesem Gaspedal einfach nur, wie viel Kraft du auf diesen Kasten drauf lässt. Boah, Scheiße, ich habe ein bisschen Sorge, Alter. Wobei, hier ist trocken, ne? Ja, hier ist echt trocken. Ich habe jetzt mal manuell geschaltet. Machen wir einfach mal so einen Test, ne? Ja. Das ist dieses Achterbahngefühl, das ist krass. Wir lassen ihn mal lieber selbst schalten. Also ich würde sagen, das waren schon mal so gut unter 4 Sekunden, so würde ich mal aus dem Bauchgefühl sagen. Weißt du, was das krasse ist? Ich kann die Zeit, die das beschleunigt, atme ich nicht. Ich auch nicht. Ich sitze auch so, ich glaube, wenn man mich in der Kameraaufnahme sieht, hat man mich selten so gesehen. Also Leute, ich muss das nochmal machen, weil ich einfach weiß, dass das Auto das so gut kann. Aber das ist ein ganz, 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 ganz krasses Gefühl, Leute. Zum Testzweck natürlich.
tippe so, ich tippe so 3,9 Sekunden. So lange habe ich nicht geatmet, ja. Richtig. Das ist echt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist echt sehr schnell. Gibt's was Vergleichbares, was du bis jetzt hast? Nee, nicht so perfekt. Aber das ist so geil, ne? Ich will das nochmal machen, tut mir leid. Bei 3,8, würde ich sagen. Ein bisschen schwitzige Hände. Boah. Guck mal, so, ne? Du fährst. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist Getriebe, das macht. Aber damit kannst du keine Rundenzeit fahren. Also, weil das Auto beim Beschleunigen so krass nach vorne hinten neigt und eintaucht, dass du den Dämpfer, den kriegst du gar nicht unter Kontrolle. Nach dem Gas geben, rammt das Auto so krass, weil du musst ja bremsen in der Regel bei der Rennstrecke nach dem Gas geben. Da kugelt der nach vorne weg. Weißt du, also... Das ist anstrengend. Aber auch für die Birne. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schnell. Ich würde gerne einmal ein bisschen länger auf dem Gas bleiben, ne? Und mal so gucken, was so passiert, oder? Weil du merkst, diese 100, 200, das sind 3,8 Sekunden. Das ist ja nichts, was ihn wirklich beschäftigt. Das beschäftigt ihn 4 Sekunden. Ja, genau, und dann ist das Thema durch. Aber du merkst, die Kraft ist so groß in diesem Auto, dass das für ihn einfach komplett uninteressant ist. Wow. Flo, Alter. Das hat ein bisschen was von der Motorradbeschleunigung, finde ich. Das ist viel schneller als Motorrad. Ja? Ja, klar. Ich glaube, es gehört zu den schnellsten Autos, die ich hier gefahren bin. Der Lambo in Amerika? Den bin ich ja nicht selbst gefahren. Ach so, okay. Aber mein Gefühl sagt mir, dass der Lambo maximal, weil er so durchdrehte und so wild war, vielleicht 0,4 Sekunden schneller war, 100, 200. Mehr nicht. Aber das wirkt dann schneller, wenn er so, das, so, das, ich so hab mich hin und her tänzelt. Ich hab mich so eingeschissen in diesem Auto. Ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Boah, Flo. Nee. Nein! Das gibt es doch gar nicht. Also Leute, was das Auto nach 200 Stundenkilometer macht, fühlt sich genauso an wie bei 130. Das sind mal getippte Zahlen jetzt schon. Echt beeindruckt, ich bin echt impressed, ich bin echt platt. Das ist wirklich eine Ansage. Anstrengend. Muss ich echt zugeben. Ich hab nicht oft, dass meine Hände schwitzen, aber jetzt gerade ist schnell. Das mache ich echt selten, aber vor allem seine Ausnahmen vorbei, weil ich das echt gerade einfach will. Guck mal, da vorne ist doch alles frei, Mäuse. Die Geschwindigkeiten, die ich jetzt gleich, diese Zahlen, die ich gleich sage, sind einfach nur geschätzte Zahlen. Ausfahrt fahren, normalerweise Videos drehen, das dauert sehr lange. Wir sind schon an der nächsten Ausfahrt. Also Leute, wenn ihr, das ist immer so ein doofer Satz, man sucht etwas, was wirklich einen verlässlich schnell über die Autobahn transportiert. Das ist das Auto. Ist das krass? Also, ja. Also zwischen 150 und 330, wie ich so schätzen würde, war keine Zeit. Vielleicht waren es auch 327 oder sowas, keine Ahnung. Hast du schwitzige Hände? Null. Ich schon. Null, du hast ja ganz heiße Hände auch. Aber ich bin auch Beifahrer, das ist was anderes dann. Ja. Aber fühlt sich gut an, oder nicht? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir keine Kontrolle haben. Also. Nee. Aber jetzt wird's schlimm, weil jetzt schaltet das Auto selbst. Bedeutet, Windstau
Motor Plus, der wird die Gänge, glaube ich, noch einen Tick höher drehen. Und, also höher ausdrehen, weil ich habe ja gerade selbst geschaltet und ich mag das immer, wenn ich so ein bisschen nicht ganz ausdrehe. Das fühlt sich immer so doof an. Jetzt dreht er aber die Gänge aus. Weg. So rot habe ich dich sehr lange nicht mehr gesehen. Jetzt ist halt als Beifahrer fährst du halt. Es ist 300 komisch. So, Fazit. Sag mal was. Das ist eine Höllenmaschine. Also ganz, ganz ehrlich. Das ist eine Höllenmaschine. Ich habe noch nie was erlebt, was so schnell beschleunigt. Nee, ich auch nicht. Das ist wirklich eine Höllenmaschine. Der sagt, was dein Fazit fehlt noch. Wir kommen immer näher an den Punkt, dass Autos so stark motorisiert sind, dass sie wirklich nicht mehr Leistung transportieren können. Das hat man zwar schon x Male gesagt als Mensch. Und dann kommt wieder bessere Reifen, dann kommt wieder bessere Aerodynamik, bessere Fahrwerke und dann geht es immer wieder weiter. Aber jetzt, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo man sagen muss, Leute, wir kommen, also viel mehr geht einfach irgendwann nicht mehr. Ich glaube, da ist auch irgendwann einfach ein Punkt erreicht, wenn, so dass du als Mensch gar nicht mehr reagieren kannst, dass das die Kraft so schnell nach vorne bringt. Ja, das stimmt. Aber man muss auch ganz klar sagen, ein 992 Turbo S gehört zu den besten Autos, die es momentan gibt. Auf jeden Fall zu den stabilsten Autos, weil wie wenig hier dran modifiziert wurde. Kolbenpleuel, Turbolader, Auspuff, Software, Kupplung, Höllenmaschine, Ladeluftkühler. Und das haut einen Typen, der seit 20 Jahren sowas macht, oder seit 25 Jahren sowas macht, vollkommen aus dem Schuh. Die nächste Tuningstufe wäre doch ein anderer Motor, oder nicht? Also es ist schon, das, nee, was er macht, kannst du es gemacht, oder? Billetblock, Alkohol und dann fährt das Ding. Ja, aber dann, ob das dann viel krasser wird, dann kriegst du hier 1600 PS raus. So. Aber erstens ist das nicht so verlässlich wie das. Und wir... Also wirklich, wir stehen hier an der Ampel, easy peasy. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt gefüllt. Also du bist groß wie eine Tomate. Ja, es war anstrengend. Und als Beifahrer ist das doppelt so anstrengend. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, ich hatte schon diesen Walk-Blick. Dieses Lenkrad gerade, konzentrieren und bitte. Weißt du, es war so ja. Dieses, nicht so, wir gucken mal, wie schnell er ist, sondern wir machen was, okay? Egal. Ich meine, nasse Straße ist natürlich jetzt nicht so perfekt, aber wir haben natürlich super Turbo-Wetter, ne? Schön kalt. Und ich kann mir wirklich vorstellen, unter guten Traktionsbedingungen würde ich tippen, fährt das Auto auch 3,5 Sekunden. 3,5 Sekunden. Okay. Ich würde sagen, wir fahren zurück auf Vilasi und dort will ich das Auto nochmal aus dem Stand versuchen. Ich meine, da ist komplett nass gerade, aber wir probieren es einfach mal aus. Bis gleich. Was ist das? okay. Das ist, nein, ist mal ohne Spaß. Ja. Das ist nicht mehr okay. Nicht mehr okay. Nein. Das ist jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, das ist nicht mehr okay. Okay. Nee, also nein. Sind wir drüber, oder? Nee, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Findest du nicht? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch nur, um irgendwo wieder eine Benchmark zu setzen, weil 997, 991 und so weiter, die sind ja in Sphären unterwegs. Ne? Wenn wir mit ES Motor auf der Strecke sind, die fahren 991, 1800 PS, 2000 PS und so weiter. Da geht es dann halt 200, 300er Zeiten. Ne? Und was fährt denn so ein Ding 100, 200? 2,4. Lars, ja. Komm mal bitte. Ja, soll er mal mitfahren hier? Wir müssen mal eben interviewen. Also wir haben heute ein paar Leute auch hier. Was schätzt du für Leistung das Auto hat? Du grinst. Also ich bin wirklich gerade busy. Also es war krass gerade. Okay. 8900? 1300. Nee. Es sind noch mehrere Antriebe. Nee, also das habe ich, also das habe ich so auch noch nicht erlebt. 1300. Das kannst du dir nicht verpacken. Und der fährt perfekt. Also hier ist nichts irgendwie so Tuning-Problem. Wir sind gerade 100, 200, also wir schätzen das natürlich immer, die 100, 200 Zeiten. Mhm. Wir sind, weiß nicht, siebenmal, aber direkt hintereinander, immer wieder. Und immer gleiche Zeit. Was läuft da so? 3,8 Sekunden.
Nass. 1300 PS. Ja. Hast du Bock einzusteigen mal eben? Ja. Komm. Viele Leute, also es ist ein anderes Video. Also, hallo, ne? Lars Kern. Wir haben uns schon ein paar Mal im Video gesehen, ja. Aber das ist jetzt anders. Und GT2S ist ja auch so deine Heimat, ne? Korrekt. Was ja wirklich sehr, sehr, sehr schnell ist. Glaube ich schon. Dachte ich bisher. Nein. Einfach nein. Wir können jetzt dieses Ansprechverhalten und so, das ist für mich. Du wirst vielleicht nicht erschrecken, das wirst du nicht verstehen. Das Ansprechverhalten ist fantastisch. Ich würde sogar sagen, sag du es mir, wir gehen jetzt aus der 2000 Drehung mal raus. Mhm. Und dann kannst du mir sagen, ob du sagen würdest, gleich, früher oder später, okay? Ja, ja. Also. Er lacht. Es ist drüber. Gibt es eine längere Gerade? Also, pass auf, ich schätze das ja immer. Ich bin gerade einfach so 140. Ich habe gesagt, weißt du was, ich bleib mal auf dem Gas drauf. Wir sind nach kürzester Zeit sind wir 330 gefahren. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und die Beschleunigungsart war von 300 auf 330, wie es bei einem normalen Auto so ist, so 160, 190. Das, und wenn du hier ein Getriebe dran machst, was 400 fährt, dann wird der das einfach so durchhämmern. Was fährt das Auto für, Max? Bei Getriebe. Also das, was Getriebe, ja. Drehzahl hergibt. Ja. Aber ich finde... Ja, ist ziemlich was normal. Hast du denn lagmäßig? Gar nichts. Also nicht schlechter wie ein Serienauto. Nee, würde ich auch so. Nee. Damit müssen wir auf den Übergang fahren. Nicht mit den Rädern? Nein, natürlich, aber mit, also... Na, guck mal, das ist jetzt 3. Das ist jetzt die 3, ne? Das ist die 3. Ja. Boah, das war schlupf, aber richtig fies. Alter. Ich verstehe es auch nicht. Und ich mache das schon sehr lange. Ist normale 3,8 Liter. Ja. Der ist Kolben Pleuel gemacht. Kupplung, Lader, Auspuff, Ladeluftkühler, Software. Getriebe, Dings? Nichts. Nicht irgendwie höhere Druck, irgendwie... Oder nicht, der ja, okay, Druck, ja. Aber Gangräder ist alles original. Also ich krieg's auch nicht verpackt. In der aktuellen Zeit kennt man so eine Beschleunigung von einem Elektro-Kfz, ja. Genau. Richtig schnell fahren. Also was oder er glaubst braucht, du, dass ist Flanke. Er das ist thermisch ein Problem. Weil ich, für meinen Begriff... Steven, ja, wir sind hier gerade am Philosophieren. Ja. Schafft er eine Runde? Nordschleife? Thermisch, Getriebe... Gute Chance. Na,
Also wir können das Methanol auch zum Kühlen nehmen. Ne? Deswegen. Nee, Getriebe, ach so, ja. Kupplung. Das haben wir natürlich jetzt so noch nicht. Und alleine auch der Schlupf, weil der Reifen wird ja thermisch gar nicht übers Rollen so heiß, weil jedes Mal, wenn das Auto den dritten Gang sieht und der rausgeht, hast du ja Raddrehzahlunterschiede und das wird dann auf Dauer wird das heißer. Der Energieeintrag, mich würde einfach interessieren, also wir würden uns beide anbieten, das auch mal auszuprobieren. Okay. Also, wär noch mal was. Glaubst du, dass er das schafft? Könnte, aber da müsste ich echt mit Emre mal sprechen, weil die haben da auch andere, die da Amerika und so weiter in Phoenix gerade auf der Rennstrecke fahren mit extremen Leistungen und schlechteren Sprit, ne? Und so. Ja, ist eben wieder was anderes. Ja. Nordschleife ist halt das Thema. Natürlich ist, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit relativ hoch ist. Also du hast wenig langsame Ecken, eher dritte, vierte Gang Ecken. Das hilft dir eigentlich, mit dem Antriebsstrang eigentlich schon. Viel Kühlluft, Und Reifen. Wenig Differenz, Drehzahl. Also was geil wäre, wenn man einen Radsatz machen würde und fährst GT3-RS-Bereifung, ne? Also wirklich Cup 2R. Passt. Und ich sag, Cup 2R schafft, nach dieser Runde sieht der Reifen aus. Der sieht wirklich aus, als ob der einmal durch den Waschtrommel durchgelaufen wäre. Machen wir, oder? Spannend, ja. Aber ich meine, wenn du natürlich mehr Grip fährst am Reifen, hast du natürlich auch mehr Energieeintrag in Quersperre und aller. Also wir gucken da mal, da mal so ein bisschen auf Tuchfühlung, aber wie gesagt, wenn ihr euch anbietet, dann warum nicht? Aber also rechts sitzt sie nett. Der ging ja auch ein bisschen quer, habe ich gesehen. Ne? Bisschen geht schon. Der geht gut quer. Ja? Nee, weil das Drehmoment ist so stark, das Auto ist so gut gebaut und will es eigentlich irgendwie so ein bisschen verhindern, aber du kannst ihn so überwinden, weil dieser Drehmomentberg, der da kommt, ist mit dem Reifen einfach für ihn nicht mehr drin und dann arbeitet trotzdem die Körperteilung so klug, dass wenn du ihn dann am Gas hältst, dass er dann dir so viel, wie viel das macht er hinten? Alles. Okay, ja. Er fährt wirklich geil. Also habt ihr irgendwas gemacht? Oder könnt ihr am Allrad spielen? Habt ihr da was gemacht? Nee, bis jetzt nicht. Gar nichts. Okay. Aber es fährt gut. Ich finde auch, also beeindruckend gutes Paket. Also ich glaube nicht, dass es die Leistung braucht. Nö, ich sage mal, weil das Auto würde Döttinger Höhe. Was kann der denn fahren, Topspeed? Das Höchste, was ich jetzt gefahren bin, war GPS 353. Okay. Und was fährt das Auto denn nach einer Meile? Halfmile sind wir, Standing Halfmile 312 sind wir gefahren. Also nach 800 Metern 312. What? So. Das heißt, du kommst die Döttinger Höhe oben durch mit 360. Ich glaube, ja. Das mag aber kein Reifen. Ja, kurzfristig geht das mal, oder? Aber das wäre jetzt schon eine geile Mathe-Rechnung, weil 360 oben durchkommen statt 300 oben durchkommen. Wie Bremsen. Viel? Nee, auch wie viel Zeit du alleine in dieser einen Gerade holst du ja schon mindestens anderthalb. Größenordnung 3 bis 4 Sekunden. 3 bis 4 Sekunden. Viel. Das ist viel. Die sind schon dann drin. Warum so teil? Das war auch unser Ziel für die Lasisee natürlich. Ne? Die kurze Gerade, die wir haben, dass wir da ein bisschen Zeit gut machen. Aber das hier ist für die Lasisee so nicht. Nee, das, klar. Ja. Also wenn Monsieur sich schon wieder in die Hose... Lass mich raus! Wild. Nee, echt gut. Vielen, vielen Dank. Gerne. Also ich fand es schön, wie Lars gerade gesagt hat, das Paket funktioniert einfach echt cool so. Also die Dosierung ist schön. Es ist zwar krass, was dann kommt, aber trotzdem kannst du irgendwie noch dosieren. Was bei manchen Großumbauten ja, gerade mit Direkteinspritzung und diesen ganzen modernen, die Autos sind ja gemacht, dass sie super gut ansprechen. Ja. Somit sitzt du und hast immer dieses Zupfen, dass der halt immer so los will, aber das ist gar nicht so extrem, finde ich. Nee, also man kann ja auch mit Boost by Gear arbeiten. Also da haben wir ja auch bei den großen Leistungsstufen, wenn ich jetzt 2000 PS fahre, dann habe ich unten natürlich immens abgemagert das Ganze. Deswegen haben wir da nicht so viel Boost. Ja. Nee, bei den 2000 dann, ne? Bei 1,3 nicht. Ja, geht ja noch, ne? Sagst du ja selber. Also von dem her. Nee, ich sag ganz ehrlich, ich finde die Leistung, wie sie jetzt ist, finde ich sie gut. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht nach mehr Leistung fragen. Ja. Weil warum? Was willst du mehr, ja? Genau, weil das wird so uneffizient. Also ob der jetzt 3,800-200 fährt oder ob er dann 3,500-200 fährt, das macht den Brei dann auch nicht mehr fett. Ja. Da fährst du ja wahrscheinlich bis 200 plus eine Schlupfgrenze mit dem Auto. Komischerweise nicht. Nee, im Trockenen? Nee, also gerade hatten wir zwar so bei 130 so, oder wenn es mal eine doofe Stelle ist, er schaltet doof so bei 170 nochmal, aber danach gar keinen Fall mehr. Dann hat er voll. Und das mit einem Pilot 4S natürlich jetzt auch kalt. Ja, wir haben jetzt hinten nochmal breiter. Wir waren auf 3,15, sind jetzt auf 3,35 gegangen, jetzt wegen der Leistung. Und das merkt man schon ordentlich. Also vom Grip dann auch nochmal. Okay, gut. Haben wir genug gequatscht. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Du gehst aufs Klo. Ja. Perfekt. Tschüss.
I'm good.